大家好，我是 Toby， 欢迎你们来到黑 Toby 节目，不吹不黑，带你们了解一个真实的德国。很多的小伙伴们问我，德国人的花园里是不是只有花？其实不是这样的，德国人很喜欢种菜。今天我给大家看一看我爸妈花园里。Toby， 你就穿这个干活啊？那我去拿功夫。好了。哦，können wir noch ein paar Himbeeren essen oder Erdbeeren？Ah, die Erdbeeren sind weg und die Himbeeren auch, aber vielleicht gibt es ein paar Blaubeeren. Cool, gucken wir mal. Erst das Vergnügen, dann die Arbeit. Lan Mei, Lea, willst du ein paar Blaubeeren? Ah, so ein Garten ist schon ziemlich viel Arbeit. Was muss man heute alles machen? Ja, du siehst, die werden immer schwerer und die liegen am Boot, die müssen wir hochbinden. Okay. Am Kirschbaum müssen wir ein paar Zweige wegschneiden. Aha. Okay. Wir müssen den Kompost, den müssen wir ein bisschen durcheinander bringen. Mhm. Und umsetzen. Von da nach da umsetzen. Ganz okay. Genau. Und wir können ein bisschen ernten. Da drüben sind rote Rüben. Da tun wir ein paar ernten und dann können wir uns einen Salat machen. Okay, klingt gut. Okay. Wo fangen wir jetzt an? Ich würde sagen, mitbinden. Okay. Ja. Okay, da brauchst du aber jetzt keine Handschuhe. Ranbinden. Okay, zeig mir mal, wie das funktioniert. Ja, okay, pass auf. Also, du brauchst hier ein Stück. Und das machen wir hier ganz fest. Ja. Ja, und wenn das fest ist, dann ziehen wir bloß ran. Und jetzt machen wir genau das Gleiche. Wir drehen jetzt wieder bloß nicht zu fest. Hm, so, jetzt hängt es schon. So, und dann so. Ja, perfekt. Ja, das hast du gut gemacht. Prima, das hält. Gib mir mal noch so ein Draht. Ja. Was habt ihr hier in dem Beet alles angepflanzt? Hier sind nur Tomaten und da hinten sind zwei Frühbeete. Tomaten und ganz hinten, da siehst du Brombeeren. Wow! Das ist echt fake. Noch normaler. Boah, ist echt fake. Taiwan! Oh, Ben, ja, Chang'e Kou. In China gibt es auch? Ja. Wollen wir Chang'e Kou? Das hier? Ich will nicht. Das ist süß. Das ist gut. Dann schön, gut. Was pflanzt ihr in dem Gewächshaus hier an? Normalerweise haben wir hier Salat, Mohrrüben und wir haben Petersilie. Hier. Ja, normalerweise kommt die auf die Kartoffeln. Sehr gut. Das ist die Petersilie, ich esse die Brombeeren. Genau. Und die haben wir jetzt frisch gebogen hier. Muss man die Brombeeren auch jedes Jahr anbinden? Jedes Jahr. Die hier, die schneidet man das nächste Jahr raus und die werden nächstes Jahr Früchte tragen. Gut, gell? Ja. Jetzt klappt das. Jetzt nehme ich hier die Technik. Erst das Vergnügen, dann die Arbeit. Zucchini? Ah, das ist Zucchini. Boah, das ist ein Riesen-Sihulu. Wie viele Zucchinis könnt ihr übers Jahr ernten? 20, so große. An einem Stock? Ja. Was ist das hier? Das sind Gurken. Die haben wir gepflanzt. Wow, da ist eine große Gurke. Die ist von selber aufgegangen. Das ist eine Ameisenstraße. Wie? Ah, Jimmy, hier ist Bohre. Hau xiang. Tobi xiang. Baubei, wir können Pau-Tar. Das ist alles Zau-Mei. Das ist schon vor der Zeit. Das ist Tudor. Wir können hier Pau-Lange raus. Da ist auch Da-Zong. 哇，这是我最喜欢的。这个是什么？你们发个弹幕吧。Lea， 我们去挖土豆，好不好？好。Let's go。Guck mal。Ja, kannst du einen Kartoffeln sammeln? Keine Eier. Kartoffeln. Eier. Kartoffeln. Und hier ist noch was dran. Das wegreißen? Zieh. Oh, bravo! Und jetzt nur die dahinter? Lea, komm, die sammeln wir auch noch ein. Guck. Jetzt sammeln wir die noch ein, okay? Eier, komm,
Komm, wir gehen Kartoffeln kochen. Sollen wir noch ein paar rote Rüben ernten? Dann können wir eigentlich einen leckeren Salat draus machen, oder? Ja, dann darf das die Lea halten. Wow. Lecker. So. Lea, zieh mal da. So, zieh mal raus. Hauruck. Zieh. Hauruck. Du mal ziehen, so. Jawoll. Zieh. Oh. Wow. Mama, guck, bravo. Du mal das pflücken. Guck, nimm mal die. Tomate. Rote, jawoll. Oh, ja. Sag mal. Tomate. Den sollten wir fast ein bisschen stützen. Sollen wir hier ein Stück Holz reinmachen? Können wir es auch einfach abfällen? Da schmeißen wir alles drauf. Was uns die Küche hergibt. Den Biomüll. Abfälle. Ja, Biomüll. Pass auf, ich hole eine. Und hier unten einmal, ja. Da kommt schwarze Erde schon, da sieht man's. Und da sind viele Käfer und Würmer. Hier wird gesiebt. Warum muss man das hier sieben? Damit die groben Materialien rausgehen. Und das ist jetzt unser Kompost. Und das kommt jetzt wieder hier hin. Das ist unser Dung. Okay. Das haben wir seit 50 Jahren. Haben eigentlich alle Deutschen so einen großen Garten? Nein, das sind 400 Quadratmeter. Ich glaube nicht alle, aber es ist viel, viel Arbeit. Aber das, was wir hier machen, ist sehr gesund, weil wir keine künstlichen Mittel verwenden. Nur alles, was der Garten liefert an Abfällen, kommt hierher und wird wieder recycelt. So weg. Bravo! Tschüss! So, jetzt gehen wir. Tschüss! Tschüss!